Inside Racing wird Ihnen präsentiert von Dunlop. Midlands, England, Rockingham Castle. Ein kleines, verschlafenes Städtchen. Man könnte meinen, die Zeit steht still. Doch einmal im Jahr kracht es richtig. Die BTCC fällt ein und kämpft bis zum bitteren Ende. Drei Sprintrennen an einem Tag, ohne Pitstop, kaum Pausen. Doch bis zum Rennen ist es ein langer Weg. Inside Racing blickt über die Schulter von Ingenieuren und Fahrern. Die Wagen müssen auf die Strecken und Wetterverhältnisse angepasst werden. Wichtig, um die Autos an den Start zu bringen und das richtige Setup zu finden, sind die freien Trainings und ist die Qualifikation. Sinn und Zweck des Setups ist, das Maximum aus dem Reifen herauszuholen, während er langsam abbaut. Die Fronttriebler, von denen es hier viele gibt, haben eine sogenannte Hinterachslenkung. Dabei wird das Heck des Autos quasi zu einer lenkenden Komponente. Wir können sie mehr oder weniger mitlenken lassen und das beeinflusst auch direkt die Reifentemperatur. Das bedeutet, dass ein Fahrer mit mehr Hinterachslenkung weniger stark einlenken muss, um das Auto um die Kurve zu bekommen. Weniger Lenkeinschlag heißt weniger Reifenlast. Was das angeht, müssen wir uns nach den Ingenieuren und den Fahrwerksanforderungen richten. Der Sturz bereitet uns Probleme wegen unserer Turbos. Wir haben im unteren Drehzahlbereich sehr viel mehr Schub und Drehmoment und das nagt an den Reifen. Wir können daher nur sehr begrenzten Sturz fahren. Unsere Reifen stehen also ziemlich aufrecht. Letzten Endes ist alles ein Kompromiss und bei jedem Testlauf und jedem Rennen versuchen wir etwas Neues, damit die Reifen länger halten und uns maximale Traktion geben. Und um diese kümmern sich bei der BTCC gleich zwei Dutzend Techniker und Ingenieure. Die großen Teams wie Chevrolet, Honda oder E.ON haben jeweils ihren eigenen Reifeningenieur. Bei ihnen ist Höchstleistung im freien Training gefragt. Im freien Training rauen sie die Reifen auf. Das heißt, sie ziehen sie auf, fahren eine Runde, kommen rein und nehmen sie wieder ab. Das hilft dem Reifen. Er performt im Rennen besser, wenn er einmal richtig durchgewärmt worden ist. Den Reifen lesen und spüren, einer der schwierigsten Aufgaben der Fahrer. Die richtige Betriebstemperatur finden und den Fahrstil mit Auto und Reifen auf eine Wellenlänge bekommen. Den Reifen muss man verstehen. Man schraubt ihn nicht einfach dran, fährt aus der Box und gibt Vollgas. Man muss ihn auch einmal mit niedrigem Druck fahren, um ihn kennenzulernen und ihn richtig aufzuwärmen. Man muss Lauffläche und Kern auf die richtige Temperatur bringen. Auch die Flanke muss schön warm sein und die Bremsen. Bei der letzten Kurve muss alles perfekt sein. Dann hat man das volle Gefühl. Wir haben nur einen Slick und einen Regenreifen und der ist sehr gut. Praktisch ein weicher Slick mit geschnittenem Profil. Ich fahre die schon seit vielen Jahren und ich kenne sie in- und auswendig. As good as anybody. Von Reifen träumen hier aber nur die Techniker. Durch deren Hände wandern pro Rennwochenende 800 Reifen. Die Teams bringen ihre Felgen, die gelben Jungs satteln mit frischen Einheitsreifen auf. Luft raus, alter Reifen runter, neuer Reifen drauf. Luftdruck hoch, Felge und Reifen sind wieder vereint. Zum Schluss auswuchten und mit Gewichten in Balance bringen. Fertig. Die Teams bekommen pro Rennwochenende 16 neue Reifen und 4 Restreifen vom vorigen Rennen. Regenreifen sind unbegrenzt. Bei Regen kriegen sie so viele, wie sie wollen. Doch jeder Fahrer hat einen anderen Fahrstil, andere Bremspunkte, verschieden aggressive Fahrweisen, unterschiedliche Fahrwerkseinstellungen. Das Team muss hier eng zusammenrücken, sich austauschen, testen, messen, anpassen. Die Balance muss stimmen, denn der Reifen soll maximale Performance bringen. Das erreicht man mit mehr Sturz am Auto und einem entsprechend angepassten Reifendruck. Aber was für eine Qualifying-Runde gut ist, passt nicht für das Rennen. Es ist wichtig, die Reifencharakteristik zu verstehen, wie die Reifen auf dem Streckenbelag arbeiten. Mit diesen Daten können die Ingenieure dann festlegen, wie wir die optimale Rennpace bekommen. Wir brauchen eine konstante Pace über das Rennen hinweg und genau daran arbeiten wir.
Damit die Pace stimmt, muss das Auto ganz sein. Crashs, Zeitdruck, Wetteränderungen, das Setup muss passen. Doch zwischen den Rennen bleibt kaum Zeit. Nach etwa 100 Minuten muss das Auto wieder ganz sein. Meine Aufgabe ist es, das Auto auf die Strecke zu bringen. Wenn es ganz ist, geht das viel leichter und man kann sich auf das Setup konzentrieren. Wenn wir viele Schäden haben, versuchen wir normalerweise bei der Reparatur gleich ein paar Setup-Änderungen einzubauen. Wir lassen keine Gelegenheit aus, aber es hängt auch vom Tagesverlauf ab. Die Techniker und Ingenieure der BTCC. Während solcher Schrecksekunden können sie nur hoffen und bangen. Inside Racing wurde Ihnen präsentiert von Dunlop.